Der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny ist zu mehr als 2 Jahren Haft in einem Straflager verurteilt worden. Das zuständige Gericht in Moskau entschied, dass der 44-Jährige eine bereits verhängte 3,5-jährige Bewährungsstrafe nun in einer Strafkolonie ableisten müsse. Allerdings werde ein früherer Hausarrest von der Zeit abgezogen. Nawalny hatte sich in der Anhörung vehement gegen eine drohende Gefängnisstrafe gewehrt. Der Kreml-Kritiker war 2014 wegen des Vorwurfs der Unterschlagung zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Diese Aussetzung auf Bewährung wurde nun zurückgezogen, weil Nawalny gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll. Laut russischen Behörden ist er unter anderem während seines Aufenthalts in Deutschland seiner Pflicht nicht nachgekommen, sich 2-mal monatlich bei den Behörden zu melden. In Deutschland war Nawalny nach einem Giftanschlag in Sibirien behandelt worden, durch den er beinahe getötet worden wäre und für den er den Kreml verantwortlich macht. Unmittelbar nach Bekanntgabe des Urteils riefen Anhänger des wichtigsten Widersachers von Präsident Wladimir Putin zu einer sofortigen Demonstration in Moskau auf.